Offenbar sind eure Gäste vom Einsatztrupp Nova endlich hier. Und sie haben einen Streuner aufgegriffen. Ich stelle euch jetzt durch. Jedi Meisterin. General De Roon, ist alles in Ordnung? Ich entschuldige mich für die Verspätung unserer Ankunft. Wir sind auf Piraten gestoßen, die ein Flüchtlingsschiff aus dem Midrim angegriffen haben. Ein schändliches Vergehen. Zum Glück haben wir rechtzeitig eingegriffen. Tau und Ahn verfolgen die Piraten immer noch. Aber die Flüchtlinge brauchen dringend medizinische Versorgung und andere wichtige Dinge. Unsere Schiffe werden jeden Moment landen. Bis gleich. Wir kümmern uns um die Notversorgung, General. Sie werden schon bald alle behandelt und reisefertig sein. Wunderbar. Danke, Captain. Was für ein Blutbad. Wir neigen dazu, uns so sehr auf die Sith zu konzentrieren, dass wir vergessen, dass die Galaxis noch voller anderer Gefahren ist. Welche Piraten waren für den Angriff verantwortlich? Wir glauben, dass es Schreckensschädel waren. Aber sobald Tau und Ahn sie gefangen nehmen, erfahren wir mehr. Es gibt etliche Vorräte zu verteilen. Vielleicht könnten wir helfen, bevor wir uns auf unsere anderen Ziele hier konzentrieren. Natürlich. Lasst uns tun, was wir können. Ich kann mir keinen würdigeren Start für den Einsatztrupp Nova vorstellen. Sollen wir? Das Imperium erholt sich immer noch von unserem Sieg auf Corellia. Unsere Truppen haben entscheidende Siege in den Sektoren Atrevis, Bormea und Anuat errungen. Die Moral war noch nie so hoch. Unser Einsatztrupp hat gute Chancen auf Erfolg. Schön zu hören. Was ist unser erster Schritt? Wir haben noch ein paar logistische Fragen zu klären, bevor wir beginnen können. Abgesehen von gelegentlicher Piraterie scheinen die Versorgung und die Kommunikation zwischen Odessen und dem republikanischen Kommando sicher zu sein. Eine ganze Abteilung Truppen ist bereit, auf Odessen stationiert zu werden. Ebenso Patrouillenschiffe und Transporter. Sie stehen euch für alle Ziele des Einsatztrupps zur Verfügung. Die Nachricht vom Sieg auf Corellia macht die Runde. Und viele Jedi sind aus ihren Verstecken zurückgekehrt. Doch wir sind gefährlich wenige. Es sind noch einige Jedi auf Tython, wo sie sich vor allem mit Archivierung und Forschung befassen. Viele von ihnen haben seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gekämpft. Aber sie sind Jedi. Und es ist die Pflicht aller Jedi, die Republik zu verteidigen. Wenn die Jedi auf Tython immer noch etwas zu unserem Orden beitragen, dann sollten wir sie nicht zwingen, eine Rolle zu übernehmen, für die sie nicht geeignet sind. Nein, ihr habt recht. Es hat keinen Sinn, etwas zu reparieren, das nicht zerbrochen ist. Ich denke, damit sind unsere dringendsten Themen abgedeckt. Gibt es Neuigkeiten von Darth Malgus? Ich habe seit Corellia nichts mehr gehört. Nein, was wirklich seltsam ist. Er hätte inzwischen an die Front zurückkehren sollen, auch wenn seine Wunden schwer waren. Ich hoffe nur, dass wir seinen nächsten Zug erkennen können, bevor er wieder zuschlägt. Arin? Arin, was ist los? Er ist es. Malgus. Malgus? Was meint ihr? Was ist mit ihm? Er ist fast hier. Ich spüre ihn. Er kommt nach Dantooine. Dann bereiten wir uns vor. Schon zu lange gewartet. Da ist irgendetwas faul. Da bin ich mir sicher. Die Einrichtung zu zertrümmern ist keine Lösung. Wir werden das Schiff schon finden. Es wird alles gut. Ich nehme an, es gibt keine Spur vom Transporter mit Satil und ihren Anhängern? Nein! Es reagiert nicht auf unsere Signale. Und wir haben bereits den nächsten geplanten Halt überprüft. Nichts!
was nur noch etwa 200 oder 300 Systeme für die Suche übrig lässt. Es muss einen anderen Weg geben! Wart ihr schon immer so emotional? Uns bleibt nichts anderes übrig, als bei den letzten bekannten Koordinaten des Schiffes mit der Suche anzufangen. Wofür wir ewig brauchen würden. Also holen wir uns einen Experten. Wir schicken T7 mit einer Eskorte und allen Suchdroiden los, die wir kriegen können. Sie werden mehr Fläche abdecken und die Sensorwerte schneller durchgehen, als wir es können. T7 lässt seine Astromech-Magie spielen, wertet die Suchdroiden-Daten aus und schon hat er eine Spur. Und wir finden das verschwundene Schiff in ein paar Tagen oder Wochen statt in ein paar Jahren. Ich wüsste niemanden, der besser dafür geeignet wäre. Dann ist also alles geklärt. Sobald wir die Koordinaten haben, werdet ihr es als erstes erfahren. Keine Sorge, euren Möbeln passiert nichts. Er beruhigt sich gleich wieder.